Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar kam eben die My Couch Box an für den Monat Juli. Wir packen die jetzt zusammen aus. Wenn ihr wollt, bleibt dran. Ansonsten bis zu einem nächsten Video. So, dann öffnen wir die Box mal. Ich muss sagen, das ist die letzte Couchbox, die ich jetzt bekomme. Die ist abbestellt und somit, ja, nicht weil sie schlecht ist oder so, aber einfach weil für mich jetzt andere Sachen Priorität haben und die Box einfach jetzt dann nicht mehr in meine Zukunftspläne passt, sagen wir es mal so. Dann öffnen wir das Ganze mal und ich sehe schon was, was für meinen Mann top sein wird. Beziehungsweise es sind sogar zwei Sachen. Ja, da haben wir von Gio die Tortilla Chips Nacho Käse. Die kosten 1,79 €. Das mag mein Mann total gerne und da wird er sich freuen, dass er die bekommt. Und dann haben wir hier auch noch mal Chips von Lenny von Davert. Sweet Oriental kostet 1,99 € die Packung und die sehe ich gerade hat 50% weniger Fett als herkömmliche Kartoffelchips. Auch das wird er austesten. Dann haben wir einmal von Hitschler. Hitschler ist sehr cool, die mag ich gerne. Diese bunte Drachenzungen, die kosten, was steht denn da? Ohne Farbstoffe, vegetarisch sogar. Kosten 99 Cent die Tüte. Ja, sowas ist nie verkehrt. Dann geht's weiter, wieder ein Getränk von Paloma Limonade, Grapefruit, Pink Grapefruit. Kostet Dose 25 Cent auf die Dose und kostet 1,29 €. Weiß ich nicht, ob ich mir das kaufen würde, wahrscheinlich eher nicht. Aber Fanta, cool. Dann geht's weiter mit Knusper mich 7 Kräuter gebackener Snack. Ja, ich denke, das ist wie so, nicht wie Knäckebrot, sondern wie diese Brotchips, so in der Art würde ich behaupten. Ist von der Firma Brandt, habe ich noch nie gesehen, sehe ich jetzt zum allerersten Mal. Vegan, laktosefrei, vegetarisch, 1,59 €. Jo. Machen wir erstmal die großen Sachen. Dann haben wir hier Erdnusskerne. Bio, wenn man das genau nehmen will. Bio-Erdnusskerne geröstet und gesalzen. 2,19 €. Ja. Ist nicht schlecht, würde ich behaupten. Ne? So vom Fernseher mal so ein paar Erdnüsschen snacken. Kommt bestimmt ganz gut. Dann muss ich jetzt mal mich hier durchgucken. Fruchtbeißer von Schneekoppe. Ha, genau, da haben wir nämlich drei Stück. Dreimal. Und zwar einmal Aprikose, einmal Walnuss und einmal Cashew. Die sind auch bio. Und ein Riegel kostet 1,50 €. Das ist natürlich schon der Hammer für so einen Riegel. Ist ja nicht viel dran, ne? Die gibt es auch nur in diesen drei Geschmacksrichtungen. Oder? Ich glaube, jedenfalls alle drei Sorten dabei. Ja, bin ich gespannt. Ich mag ja nicht so arg Nüsse. Deswegen auch nicht so die Begeisterung von den Erdnusskernen. Wobei, das geht dann schon eher, aber da muss ich mal gucken. Dann, wenn ich den probiere, dann wohl eher die Aprikose. Ne? Dann haben wir hier dreimal noch, nee, viermal sogar, knisternde Zuckerware mit Kaugummi. Magic Gum. Magic Gum
mit Pop Rocks. Knuspernde Zuckerware mit Kaugummi. Einmal saurer, also zweimal saurer Apfel und zweimal Tutti Frutti. Ja, da bin ich mal gespannt drauf, wie das werden soll, wie das ist. Ob das dann so Kaugummi wird im Mund. Muss ich dann mal austesten. Magic Gum kostet ein Dreierpack, also gibt es immer im Dreierpack, 1,09 €. Finde ich aber auch recht teuer für simple Kaugummi. Ist mir ein bisschen knusper. Naja, gut. Und zu guter Letzt Gum Cubes. Zuckerfrei von den Simpsons. Da zahlst du wahrscheinlich auch wieder den Namen, ne? Mal gucken. Ja, Kaugummi ist es auch. Kaugummi, Bad Cola. Also Cola-Geschmack steht ja auch drauf. Habe ich das nicht am Anfang gesagt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls kostet ja diesen Pack Kaugummis auch 99 Cent. Und das ist echt. Wie viel ist denn da drin? 10 vielleicht, wenn es hochkommt. Finde ich sehr teuer. Naja, das war die My Couchbox für den Monat Juli. Ich weiß gerade gar nicht, was ich am besten finden soll. Ich bin von dieser Box jetzt hier im Allgemeinen nicht überzeugt. Also ich war immer echt begeistert von der Couchbox. Und eigentlich bin ich es ja auch immer noch. Aber also dieses Mal, wo es auch noch die letzte Box ist, die ich jetzt bekommen werde, muss ich sagen, ja gut, dass ich sie abbestellt habe, weil so wirklich zusagen tun mir die Sachen dann nicht. Ich weiß nicht, andere sind jetzt vielleicht hellauf begeistert. Ich nicht. Aber muss man ja auch nicht sein, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dann, tschüss.